Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zum Feldenkreis im Turnverein Eschersheim. Die Lektion heute ist im Sitzen. Du brauchst also keine Matte am Boden, aber einen Stuhl. Und schau, vielleicht findest du einen Stuhl, der keine Armlehnen hat und auch kein Polster. Also vielleicht ganz einen einfachen Küchenstuhl oder einen Hocker, aber auch hier kein Drehhocker. Und wenn du auf diesem Stuhl sitzt, erstmal Probe auf dem Stuhl und schau, dass dein Becken mindestens so hoch ist wie deine Knie. Und wenn das nicht so ist, dann hol dir vielleicht noch ein Handtuch oder eine etwas festere Decke, kein Kissen, und leg die auf den Stuhl und schau, ob du jetzt so sitzen kannst, dass dein Becken ein bisschen, es kann ein bisschen höher sein als die Knie, aber auf jeden Fall soll es nicht tiefer sein als die Knie. Aber dann komm erstmal zum Stehen und spüre, wie du heute stehst. Wie ist dein Gewicht verteilt auf dem rechten Fuß und auf dem linken Fuß? Ist es gleich, ausgewogen oder hast du mehr Gewicht auf einem Fuß als auf dem anderen? Und dann komm ganz langsam mit dem Gewicht mehr auf deinen rechten Fuß. Und spür, wie stabil stehst du auf deinem rechten Fuß. Und dann komm mit dem Gewicht ganz langsam auf den linken Fuß und spüre, wie stabil stehst du auf dem linken Fuß. Und dann lass das sein und setz dich auf deinen Stuhl. Und hier setzt sich bitte auf das vordere Drittel des Stuhles. Und spüre, wie sitzt du? Nimm dir einen Moment Zeit wahrzunehmen, wie der Kontakt deiner Füße zum Boden ist. Hast du mit den beiden Sohlen Kontakt zum Boden oder bist du auf einer Seite mehr auf der Außenkante des Fußes und auf der anderen Seite ebenso oder auf einer mehr auf der Innenkante? Spür mal, wie ist das für dich heute? Und dann spüre auch, wie deine Füße ausgerichtet sind. Wo zeigen die Zehen hin? Welchen Abstand hast du zwischen den beiden Füßen gewählt? Und wo befinden sich die Knie? Sind die erst ein bisschen nach innen oder ein bisschen nach außen gerichtet? Und ist das auf beiden Seiten gleich? Und dann spüre den Kontakt, den du hast zu der Sitzfläche. Diese beiden Sitzbeinhöcker, diese knöcherne Struktur am Popo, kannst du die spüren, die Auflage auf dem Stuhl? Und sitzt du da gleich schwer auf der rechten und linken Seite? Also auf dem rechten Sitzbeinhöcker und auf dem linken? Oder gibt es da einen Unterschied? Und kannst du wahrnehmen, ob du ein bisschen weiter vor den Sitzbeinhöckern sitzt oder ein bisschen nach hinten oder direkt obendrauf? Und rechts und links, gibt es da einen Unterschied? Und dann nimm die Form deiner Wirbelsäule wahr.
wenn du Wirbel für Wirbel vom Steißbein über das Kreuzbein, die Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule hochgehst, Halswirbelsäule bis zum Kopf, was für eine Form hat deine Wirbelsäule? Ist die ganz gerade oder ist die gebogen? Macht die irgendwo eine Rundung und wenn wo? Und dann komm wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Becken und zu dieser Auflage auf dem Stuhl. Und ganz langsam kippe dein Becken ein bisschen nach hinten und bring es wieder zurück. Oder mit anderen Worten, runde ganz langsam ein bisschen deinen unteren Rücken und dann bring ihn wieder zurück. Kippe das Becken nach hinten, also runde den unteren Rücken und komm ein bisschen nach hinten. Kannst du spüren, dass du auf deinen Sitzbeinhöckern ein bisschen nach hinten rollst dabei? Und dann komm wieder zurück und spüre, wie weit die Wirbelsäule nach oben bis zum Kopf, kannst du diese Bewegung spüren. Das ist nur eine kleine Bewegung, aber trotzdem kannst du spüren, dass Wirbel für Wirbel nach oben, was sich mitbewegt. Vielleicht kannst du spüren, dass sich der ganze Rücken runden kann, wenn du das Becken nach hinten kippst. Den unteren Rücken rundest, dann kann sich vielleicht der ganze Rücken runden und der Kopf beugt sich ein bisschen nach vorne und du schaust nach unten zwischen deinen beiden Oberschenkeln durch Richtung Boden. Kannst du das noch so ein-, zweimal machen? Du kippst dein Becken nach hinten, also rundest den Rücken und beugst den Kopf ein bisschen nach vorne, aber versuche diese Bewegung so wie eine Bewegung zu machen. Das heißt, du beugst nicht aktiv den Kopf nach vorne, sondern du lässt ihn durch dieses Runden einfach so ein bisschen nach vorne beugen. Du lässt ihn mitgehen in die Bewegung und dann schaust du zwischen deinen Beinen auf den Boden und dann kommst du wieder zurück. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder zurück bist, kippe dein Becken nach vorne. Oder mit anderen Worten, streck deinen Popo so ein bisschen nach hinten wie ein Entenpopo. Und kannst du dann spüren, dass du, wenn du das so machst, dass sich dein Rücken streckt, dass der Kopf ein bisschen höher kommt. Und dann kommst du wieder zurück, der Kopf kommt auch wieder runter. Also kippe dein Becken nach vorne, strecke den Rücken und nimm auch den Kopf mit in die Bewegung. Und kannst du, wenn du das Becken nach vorne kippst und der Kopf so ein bisschen nach oben kommt, kannst du mit den Augen ein bisschen mitgehen und mit den Augen Richtung Zimmerdecke schauen. Dabei geht dein Kopf vielleicht so ein bisschen in den Nacken, aber nimm ihn nicht aktiv in den Nacken, sondern lass ihn einfach von dieser Bewegung folgen und dann schaust du ein bisschen Richtung Zimmerdecke und dann kommst du wieder zurück. Man könnte auch sagen, du kippst das Becken nach vorne und lässt den Bauch hängen. Nach vorne raushängen, streckst den Popo nach hinten. Richtest die Wirbelsäule auf und bringst den Kopf so ein bisschen nach oben und schaust Richtung Zimmerdecke. Und dann merk dir einen Punkt an der Zimmerdecke, wo du jetzt ganz leicht hinschauen kannst, so als Referenz vielleicht zum Ende der Lektion oder auch mittendrin mal, um zu sehen, ob sich da was verändert hat. Und dann mach einen Moment Pause. Du kannst dich auch nach hinten in deinen Stuhl setzen, wenn du Pause machst und anlehnen an die Lehne, wenn du eine hast. Vom Hocker natürlich nicht. Mach einen kleinen Moment Pause. Und dann komm wieder an das vordere Drittel deines Stuhles.
Bring diesmal die Arme auf deine Oberschenkel, wenn du sie nicht sowieso schon da hattest. Und verbinde jetzt diese beiden Bewegungen. Das heißt, du beugst den Rücken, den unteren Rücken nach hinten. Also du kippst das Becken nach hinten, du rundest den Rücken und schaust mit dem Kopf nach unten. Und dann kippst du das Becken nach vorne, du streckst den Rücken und schaust nach oben mit den Augen Richtung Zimmerdecke. Und mach jetzt nur 50% von dem, was du vorhin gemacht hast. Und spüre dabei, wenn du deinen Rücken beugst und nach unten schaust und den Rücken streckst und nach oben schaust, welche Bewegung findet in deiner Wirbelsäule statt? Kannst du einzelne Wirbel fühlen, die in dieser Bewegung teilnehmen oder so mehrere Wirbel zusammen am Block, am Stück? Wie viel von deiner Wirbelsäule bewegt sich so ganz geschmeidig? Und wo hast du den Eindruck, du nimmst nicht so viel wahr von der Bewegung? Du musst auch gar nichts verändern und es ist alles richtig, so wie es jetzt ist. Nimm es einfach nur wahr. Du machst nur 50% von dem, was du eigentlich machen könntest, und bleib und mach das auch langsam und bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Wirbelsäule und spüre, was sich bewegt. Und dann lass das sein, mach einen kleinen Moment Pause. Komm wieder an das vordere Drittel deines Stuhls und stell die Füße so hin, dass sie bequem stehen können, dass du keine Haltearbeit leisten musst. Also wähle so einen Abstand zwischen deinen beiden Füßen, dass du bequem und stabil sitzt. Bring die Arme auf deine Oberschenkel und schaue nach vorne vor dir einen Punkt an der Wand an oder am Fenster oder wo du gerade hinschaust, aber einen fixen Punkt, schau den an in Höhe deiner Augen und dann mach die gleiche Bewegung wie vorhin, aber halte die Augen auf diesem Punkt festgeklebt. Das heißt, du rundest den unteren Rücken, du bringst auch den Kopf, den beugst du nach vorne und schaust immer auf diesen Punkt. Das heißt, du kannst die Bewegung wirklich nur klein machen, wenn du die Augen nicht mitnimmst. Und du gehst nur so weit mit dem Kopf, du beugst den Kopf nur so weit nach vorne, dass du noch mit den Augen auf diesen Punkt kleben kannst. Und dann kommst du zurück und streckst den Rücken und gehst mit dem Kopf Richtung Zimmerdecke. Aber die Augen bleiben auf diesem Punkt kleben. Auch hier merkst du, dass du die Bewegung nicht so groß machen kannst, dass sie ganz klein und langsam durchgeführt werden muss, damit du mit den Augen auf diesem Punkt kleben kannst. Und wenn du jetzt die Augen so festhältst, kannst du spüren, ob du dann den Nacken verspannst oder den Kiefer. Kannst du den Nacken locker lassen, den Kiefer auch locker, die Stirn locker lassen, die Falten weicher machen. Kannst du auch frei atmen? Spürst du Bewegung in der Wirbelsäule? Wo spürst du die Bewegung? Und dann lass das sein, mach einen kleinen Moment Pause.
Du kannst während der Pause immer dich bequem hinsetzen, vielleicht anlehnen. Und dann komm wieder an das vordere Drittel deines Stuhles. Und diesmal lass die Arme neben deinen Oberschenkeln hängen und lass sie so hängen, dass sie nicht den Sitz berühren oder die Füße vom Stuhl. Und dann rolle deine Arme ein bisschen nach vorne und wieder zurück. Das heißt, du bringst deine Schultern vor dir so ein bisschen zusammen und dann kommst du wieder zurück. Mach auch diese Bewegung klein und langsam. Und vielleicht kannst du spüren, dass wenn du die Schultern nach vorne rollst, deine Schulterblätter ein bisschen von der Wirbelsäule weggleiten. Und wenn du die Arme wieder zurückbringst, dann gehen auch die Schulterblätter wieder zurück. Und vielleicht kannst du auch spüren, dass wenn du an deine Hand denkst, wenn du die Schultern nach vorne rollst, dass du eher die Daumen zu deinen Oberschenkeln zeigen und dann vielleicht mehr die Handrücken oder Richtung Handrücken zu deinen Oberschenkeln zeigt. Und wenn du wieder zurückkommst, vielleicht die Handinnenflächen. Kannst du die Atmung locker lassen? Hast du vielleicht Spannung im Bauch? Während du so ganz langsame Bewegungen machst, kannst du immer gleichzeitig durch dich hindurchgehen und spüren, machst du vielleicht noch etwas, was für diese Bewegung nicht notwendig ist? Sogenannte parasitäre Bewegungen. Vielleicht hast du die Füße angespannt oder die Zehen angespannt. Kannst du das locker lassen? Kannst du auch deinen Nacken locker lassen? Du rollst nur die Arme ein bisschen nach vorne, spürst, was die Schultern dabei machen. Oder du rollst die Schultern nach vorne und spürst, was die Schulterblätter machen. Und dann kommst du wieder zurück und kannst du ganz langsam in diese Bewegung deinen Kopf mit einschließen und deinen Rücken, so dass sich der untere Rücken, wenn du die Arme nach vorne rollst oder die Schultern nach vorne rollst, dass sich der untere Rücken ein bisschen rundet und der Kopf sich nach vorne beugt und ein bisschen. Du schaust nach unten zwischen deinen Füßen hindurch und wenn du zurückkommst, die Schultern zurückrollst, sitzt du wieder auf deinem Stuhl gerade. Nimm ganz langsam den Kopf mit in diese Bewegung und du rundest deinen ganzen Rücken, wenn du die Schultern nach vorne rollst und dann bringst du alles wieder zurück. Was macht die Atmung? Und dann lass das sein. Mach einen kleinen Moment Pause in dieser Position, also auf dem vorderen Drittel des Stuhles. Und dann lass wieder deine Arme rechts und links runterhängen und schau, dass sie den Stuhl nicht berühren. Und rolle diesmal die Schultern nach hinten und wieder zurück. Und jetzt sind wir sehr geneigt, uns zu dehnen, also die Schultern nach hinten zu bringen und die Schulterblätter zusammen und die Brust raus. Aber versuche nicht in die Dehnung reinzugehen. Denke vielleicht eher knöchern. Das heißt, spüre, wenn du deine Schultern nach hinten rollst, dass die Schulterblätter zueinander kommen.
Und bevor die Dehnung anfängt, bleib stehen. Vielleicht kannst du auch spüren, dass die Schulterblätter nicht nur zueinander, sondern auch Richtung Wirbelsäule kommen. Und dann kommst du wieder zurück. Vielleicht kannst du spüren, dass deine Hände sich zu deinen Oberschenkeln verhalten. Das heißt, wenn du die Schulter nach hinten rollst, kommt eher der kleine Finger in Berührung zu deinen Oberschenkeln oder in Richtung deiner Oberschenkel. Und dann kommst du wieder zurück. Und ganz langsam, nimm jetzt auch den Kopf und den Rücken mit in diese Bewegung. Das heißt, wenn du die Schulter nach hinten rollst, streckst du den Rücken und bringst den Kopf nach oben und schaust Richtung Zimmerdecke. Und dann kommst du wieder zurück. Aber initiiere diese Bewegung von den Schultern. Das heißt, die Schultern gehen zuerst oder rollen zuerst nach hinten und dann kommt das ganze andere mit. Das heißt, der Rücken streckt sich, der Kopf geht nach oben, du schaust Richtung Zimmerdecke. Und dann komm wieder zurück. Atmest du ein, wenn du nach oben schaust und die Schultern nach hinten bringst, oder atmest du aus? Spür mal, wie das für dich ist. Du musst auch nicht im Takt atmen. Das heißt, du kannst den Atem ganz frei fließen lassen, so wie es für dich angenehm ist. Spüre nur hin, wie du das machst. Was machen die Füße? Stehen die noch ganz bequem am Boden? Kannst du auch den Nacken locker lassen, wenn du jetzt mit dem Kopf so nach oben kommst? Mit den Augen Richtung Zimmerdecke kannst du den Nacken locker lassen. Spürst du, wie dein Brustkorb an der Bewegung beteiligt ist? Das heißt, vielleicht wie dein Brustbein so ein bisschen nach vorne kommt, wenn die Schultern nach hinten rollen und der Kopf nach oben geht und die Augen Richtung Zimmerdecke schauen und dann wieder senkrecht nach unten zeigt, wenn du in der Ausgangsposition bist. Und dann lass das sein, aber bleib noch einen Moment so sitzen und spüre, wie verhalten sich die Schultern zu deinem Becken. Das heißt, wenn du an die Position deines Beckens jetzt denkst, wie das auf dem Stuhl aufsitzt und an deine Schultern, sind die Schultern eher vor deinem Becken? Das heißt, ist die Wirbelsäule so ein bisschen vielleicht nach vorne geneigt? Oder sind deine Schultern ein bisschen hinter deinem Becken? Und die Wirbelsäule wäre sozusagen ein bisschen nach hinten geneigt. Nimm nur wahr, wie das jetzt ist und korrigiere nichts. Das ist alles in Ordnung, so wie es ist. Versuche nur, das wahrzunehmen. Und wenn du das nicht wahrnimmst, dann macht das auch nichts. Ich stelle sehr viele Fragen und diese Fragen unterstützen dich oder sollen dich da unterstützen, herauszufinden, wie du etwas tust, wenn du etwas tust. Weil normalerweise im Alltag beobachten wir uns ja nicht. Wir merken nicht, wie wir sitzen und wir merken auch nicht, wie wir gehen. In der Regel, es sei denn, wir haben Schmerzen. Und das ist auch in Ordnung so, weil unser Gehirn kann sich nicht mit alle möglichen beschäftigen. Im Alltag brauchen wir das für ganz andere Sachen, um den ganzen Alltag zu bewältigen. Aber manchmal ist es ganz wichtig, wahrzunehmen, wie man etwas macht, denn es können sich über die Jahre oder durch Verletzungen Muster eingeschlichen haben, die für eine Bewegung nicht so gut sind.
die dann zu Schmerzen führen, wiederum zu Verspannungen führen. Deswegen diese vielen Fragen, die ich stelle. Manche machen Sinn für dich, manche machen keinen Sinn, manche sind jetzt noch völlig uninteressant, weil du mit deiner Aufmerksamkeit ganz anders beschäftigt bist. Nimm einfach das mit, was für dich verständlich ist. Und dann komm wieder, wenn du nicht sowieso schon da sitzt, an das vordere Drittel deines Stuhles und lass die Arme wieder zur Seite hängen. Und verbinde jetzt die beiden Bewegungen. Das heißt, bring die Schultern oder rolle die Schultern nach vorne, bring den Kopf nach vorne, schau nach unten und dann komm zurück und roll die Schultern nach hinten, strecke den Rücken und schau nach oben Richtung Zimmerdecke. Und komm nach vorne, runde den Rücken, schaue zwischen deinen Oberschenkeln zum Boden und dann rolle die Schultern nach hinten, strecke den Rücken, schau nach oben Richtung Zimmerdecke. Kannst du die Atmung frei fließen lassen? Mach das ein paar Mal so in deinem Takt. Und dann bring die Hände wieder auf deine Oberschenkel und lass jetzt die Bewegung sein. Bring die Hände nur auf deine Oberschenkel. Schau erstmal nach vorne. Und dann ganz langsam beuge oder runde deinen unteren Rücken, kippe das Becken nach hinten, nimm den Kopf mit in die Bewegung, schaue nach unten Richtung Boden und spüre, wie ist das jetzt? Vielleicht im Vergleich zum Anfang. Und dann kippe das Becken nach vorne, strecke deinen Rücken und schaue nach oben. Und wenn du dich noch erinnerst, wo dieser Punkt an der Zimmerdecke war, an den du dir gemerkt hast, kommst du jetzt leichter zu diesem Punkt als am Anfang oder vielleicht sogar ein paar Millimeter weiter? Mach das ein-, zweimal nur, um wahrzunehmen, was sich verändert hat zum Anfang. Wie viel von deiner Wirbelsäule kannst du wahrnehmen, das an der Bewegung beteiligt ist? Und dann lass das sein und mach einen Moment Pause. Du kannst dich anlehnen. Und dann komm wieder nach vorne auf das vordere Drittel deines Stuhles, bring die Hände auf die Oberschenkel, bring die Füße in einen Abstand zueinander, sodass du bequem sitzt und dreh dich jetzt ein bisschen mit deinem Oberkörper nach links und bringe auch die rechte Hand auf die linke Hand. Vielleicht so 30 Grad, würde ich sagen, bringst du deinen Oberkörper nach links. Und beuge in dieser Position deinen Rücken und kippe das Becken nach hinten und dann strecke den Rücken und bringe den Kopf nach oben, das Becken nach vorne, den Kopf nach oben. Also wie die Bewegung vorhin nach vorne, aber jetzt zur Seite. Du kippst das Becken ein bisschen nach hinten. Und spüre jetzt, dein Brustkorb muss sich ganz anders bewegen.
als wenn du nach vorne ausgerichtet bist, weil rechts auf der rechten Seite sind die Rippen ein bisschen auseinander, auf der linken Seite sind die ein bisschen zueinander gequetscht, wie so eine Mundharmonika. Nee, eher ein Akkordeon, Entschuldigung. Und in dieser Bewegung rundest du den Rücken und schaust nach unten, beugst den Kopf also ein bisschen nach vorne und dann streckst du den Rücken und schaust nach oben. Und dann halte inne in dieser Position und fixiere hier auf dieser Seite einen Punkt vor dir an der Wand oder was gerade vor dir ist, einen festen Punkt, der sich nicht bewegt. Und bleibe mit den Augen auf diesem Punkt fixiert und runde jetzt den Rücken und bring den Kopf auch ein bisschen nach unten. Aber es geht natürlich nicht so weit, weil du bleibst ja mit den Augen auf diesem Punkt fixiert. Und dann streckst du den Rücken und bringst den Kopf ein bisschen nach oben, aber nur so weit, dass deine Augen noch auf diesem Punkt kleben können. Und spüre, wie fühlt sich das an? Und dann nimm die Augen wieder mit in die Bewegung. Das heißt, du rundest den Rücken, der Kopf kommt, neigt sich ein bisschen nach vorne, die Augen schauen Richtung Boden und dann streckst du den Rücken und der Kopf kommt nach oben und die Augen schauen nach oben. Kann auch hier die Atmung frei fließen? Komm wieder zurück, schaue nach vorne, bleib einen Moment so sitzen und dann dreh dich ganz langsam mal zur linken Seite und zurück und dann zur rechten Seite und zurück und spüre, wie weit geht das nach links, angenehm. Und wie weit kannst du dich nach rechts drehen, angenehm? Und dann bleib in der Mitte stehen, mach einen kleinen Moment Pause. Und dann dreh dich mit deinem Oberkörper ein bisschen nach rechts, wieder so 30 Grad. Bringe jetzt die linke Hand auf die rechte Hand und mach die gleiche Bewegung. Das heißt, du rundest den unteren Rücken, du schaust, der Kopf beugt sich nach vorne, du schaust nach unten und dann streckst du den Rücken, der Kopf geht nach oben, du schaust Richtung Zimmerdecke. Wie fühlt sich das auf dieser Seite an? Ist das anders als auf der ersten, auf der linken Seite? Und anders als nach vorne? Kannst du spüren, was der Brustkorb macht? Und kannst du spüren, wie du auf deinen Sitzbeinhöckern, auch wenn du jetzt so ausgerichtet bist, hin und her rollst? Und dann fixiere auch hier mit den Augen einen Punkt an der Wand und mache diese Bewegung weiter, aber bleibe mit den Augen auf diesen Punkt fixiert. Das heißt, du rundest den unteren Rücken, der Kopf kommt ein bisschen nach vorne, aber nur so weit, dass du mit den Augen noch auf diesen Punkt kleben kannst. Und dann
streckst du den Rücken, du schaust immer noch auf diesen Punkt, der Kopf geht nach oben. Merkst du, dass du die Bewegung sehr langsam machen musst, damit die Augen nicht mitgehen in die Bewegung, weil die sind es gewohnt, immer mit dem Kopf mitzugehen? Kann auch die Atmung frei fließen, obwohl das eher eine ungewohnte Bewegung ist hier? Kannst du den Kopf trotzdem ganz locker in diesem Bereich sich bewegen lassen und den Nacken nicht anspannen, obwohl die Augen fixiert sind? Ist der Kiefer locker? Und der Bauch? Und dann lass die Augen wieder mitgehen in die Bewegung. Das heißt, wenn du den unteren Rücken rollst und nach unten schaust, der Kopf beugt sich nach unten, du schaust nach unten und dann streckt sich der Rücken, du schaust nach oben, der Kopf geht nach oben. Und dann komm zurück und mach einen kleinen Moment Pause in dieser Position. Das heißt, am vorderen Drittel des Stuhles, aber nach vorne ausgerichtet. Und dann dreh dich ganz langsam nach rechts und wieder zurück und schau, wie weit kannst du jetzt nach rechts schauen, leicht? Kommst du vielleicht an der Wand ein Stückchen weiter, wenn du dir gemerkt hast, wo du vorhin hingeschaut hast, mit der gleichen Leichtigkeit natürlich? Und schau auch nach links, und also dreh dich nach links und spüre, wie weit geht es hier. Und dann lass das sein, mach einen Moment Pause, du kannst dich anlehnen an deine Rückenlehne, wenn du eine hast. Spüre, wie du atmest. Wo kannst du in dieser Position Atmung spüren? Im Bauch, bewegt sich der Bauch nach vorne und hinten oder zurück oder im Brustkorb oder in beiden. Und dann komm wieder an das vordere Drittel deines Stuhles, bring die Hände auf deine Oberschenkel. Und nimm diesmal nur den Kopf in die Bewegung. Das heißt, der Rücken bleibt relativ stabil und du neigst nur den Kopf ein bisschen nach hinten und schaust Richtung Zimmerdecke. Und dann neigst du den Kopf nach vorne und schaust Richtung Boden. Ich sage auch nur Richtung, Richtung Zimmerdecke. Das heißt, du musst nicht an die Zimmerdecke schauen. Es ist nur die Richtung, Richtung Zimmerdecke und Richtung Boden. Und wenn du jetzt nur den Kopf bewegst, kannst du trotzdem den Nacken locker lassen, die Stirn locker lassen, die Atmung fließen lassen. Die Augen gehen mit in die Bewegung. Das heißt, du schaust einmal Richtung Zimmerdecke und einmal Richtung Boden. Und beim nächsten Mal, wenn du Richtung Zimmerdecke schaust, lass deinen Kiefer hängen. Das heißt, öffne den Mund und lass den Kiefer einfach so hängen, von der Anziehungskraft, von der Schwerkraft einfach runtergezogen. Und wenn du zurückkommst und wieder in der Ausgangsposition bist, dann kommen die Kiefer wieder aufeinander und dann, wenn du nach unten schaust, sind die Kiefer aufeinander. Das heißt, du bringst den Kopf
und schaust Richtung nach oben und schaust Richtung Zimmerdecke und lass den Kiefer hängen, den Unterkiefer. Und dann bringst du den Kopf nach unten und machst den Mund wieder zu. Und jetzt, wo du alleine zu Hause bist, kannst du das auch hemmungslos machen. Normalerweise wollen wir den Kiefer nicht so hängen lassen, wenn uns jemand zuschaut. Aber jetzt ist das ja überhaupt kein Problem. Du öffnest den Mund, lässt den Kiefer hängen, wenn der Kopf nach oben geht und du Richtung Zimmerdecke schaust und du bringst wieder alles zusammen, wenn du nach unten schaust. Und dann mach einen Moment Pause. Bleib so sitzen, wie du jetzt sitzt. Und ich sage die nächste Bewegung erstmal an, weil sie sich erstmal ein bisschen ungewohnt anfühlt. Vielleicht kannst du sie in deiner Vorstellung nur mitmachen. Und zwar, du rundest den unteren Rücken, also was bisher ganz häufig ja schon passiert ist in dieser Lektion. Du rundest den unteren Rücken. Du bringst also das Becken nach hinten und gleichzeitig bringst du aber den Kopf nach oben und schaust Richtung Zimmerdecke. Und dann bringst du alles wieder zurück in die Ausgangsposition. Das musst du erstmal langsam machen, um herauszufinden oder eine Lösung zu finden, wie du das machen kannst. Und mach das jetzt aktiv. Du kippst das Becken nach hinten, also du rundest den unteren Rücken und gleichzeitig schaust du nach oben und bringst auch den Kopf nach oben. Das heißt, dein Kinn geht ein bisschen weg vom Brustkorb. Und dann kommst du wieder zurück. Du rundest den unteren Rücken. Du schaust nach oben, du bringst den Kopf nach oben. Vielleicht kannst du auch jetzt den Kiefer locker lassen, den Mund aufmachen, wenn du mit dem Kopf nach oben gehst. Und dann kommst du wieder zurück. Und vergiss nicht die Atmung dabei. Und versuche auch, den Nacken nicht anzuspannen, obwohl diese Bewegung ein bisschen ungewohnt ist. Das ist sozusagen eine ganz schlechte Haltung. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder in der Ausgangsposition bist, dann strecke deinen Rücken und beuge den Kopf nach vorne und schau nach unten. Und dann kommst du wieder zurück, rundest den unteren Rücken und schaust nach oben, bringst den Kopf nach oben. Dann kommst du zurück, streckst den Rücken und schaust nach vorne, bringst den Kopf nach unten und schaust nach unten. Mach das ein paar Mal für dich in deinem Tempo, aber versuche auch hier die Bewegung klar zu machen, klein zu machen, eine Qualität in diese Bewegung zu bringen, dass du genau spürst, was du machst, wenn du diese Bewegung durchführst. Vergiss nicht die Atmung. Lass den Bauch locker, die Füße entspannt. Und dann nimm wieder alles in die Bewegung mit, so wie du das gewohnt bist von Anfang an. Das heißt, runde den Rücken, bring den Kopf nach vorne, schau nach unten und dann strecke den Rücken, bring den Kopf Richtung Zimmerdecke, schau Richtung Zimmerdecke. Und was machen die Schultern? Kannst du die auch mitnehmen in diese Bewegung? Das heißt, wenn du den Rücken rundest und nach unten schaust, rollst du die Schultern ein bisschen nach vorne. Und wenn du nach oben schaust und den Rücken streckst, rollst du die Schultern nach hinten. Kannst du die Atmung wahrnehmen? Und gibt es sonst noch etwas in dir, was an dieser Bewegung beteiligt ist oder Arbeit leistet, was gar nicht notwendig wäre für die Bewegung?
kannst du dich mal so durchkämmen, parallel zu dieser Bewegung und spüren, ob du noch irgendwas machst, was nicht notwendig ist, und dann locker lassen. Und dann lass das sein. Mach einen Moment Pause. Spüre, wie du sitzt. Auf deinen beiden Sitzbeinhöckern. Spüre, ob das der gleiche Kontakt ist zur Sitzfläche, zu dem Stuhl, wie am Anfang der Lektion. Wie sind die Schultern ausgerichtet jetzt zum Becken hin? Das heißt, sind vor dem Becken oder genau über dem Becken oder ein bisschen hinter dem Becken? Und hat sich da was verändert? Und dann Ränke, also du sitzt wieder am vorderen Drittel deines Stuhles. Verschränke jetzt die Hände, also die Finger ineinander, und bringe die verschränkten Hände so hinter deinen Kopf, also an deinen Hinterkopf, und die Ellbogen nach vorne ausgerichtet, wie zwei Scheinwerfer. Und stelle dir vor dir, vor deinem oder am Fenster, wäre ein Kreis, und du möchtest diesen Kreis mit deinen Ellbogen nachziehen. Natürlich hast du zwei Ellbogen, das wären zwei Kreise, aber versuche mal, das so ein bisschen zu abstrahieren und mit diesen Ellbogen diesen Kreis zu verfolgen. Und ich sage das mal an, vielleicht ist es einfacher. Das heißt, du hast jetzt die Hände verschränkt am Hinterkopf, die Ellbogen zeigen nach vorne, und jetzt streckst du deinen Rücken und schaust nach oben, und die Ellbogen gehen Richtung Zimmerdecke. Und dann gehst du mit den Ellbogen nach rechts und du rundest deinen Rücken, du schaust also auch nach rechts und kommst dann so über einen Bogen nach rechts runter. Jetzt sind deine Ellbogen nach unten ausgerichtet, du schaust nach vorne, nach unten, der untere Rücken ist gerundet. Und dann kommst du mit den Ellbogen nach links hoch, diesen Bogen des Kreises nach links hoch. Jetzt bist du nach links gedreht, so vielleicht erinnerst du dich, wie das vorher war, als du nach links diese Bewegung ausgeführt hast, und dann kommst du mit den Ellbogen wieder nach oben. Du verfolgst also diesen Kreis, indem du alle Bewegungen, die wir heute in dieser Lektion durchgeführt haben, in diese Kreisbewegung mitnimmst. Du kommst mit den Ellbogen nach oben, streckst den Rücken, schaust nach oben Richtung Zimmerdecke, dann gehst du mit den Ellbogen nach rechts. Du fängst schon langsam an, deinen unteren Rücken zu runden, und du spürst, dass du die Rippen auf der rechten Seite ein bisschen zusammenbringst und auf der linken Seite auseinanderbringst. Und dann schaust du nach unten, die Ellbogen zeigen nach unten, der Rücken ist ganz gerundet. Und dann kommst du nach links. Der Brustkorb fächert sich auf der linken Seite so ein bisschen auf, und die Ellbogen sind dann wieder über diesen linken Bogen oben an der Zimmerdecke. Und dann kannst du den Kreis mal in die andere Richtung durchführen. Kreise nach links. Mach das in deinem Tempo einmal oder zweimal, den Kreis, indem du diese andere Richtung durchführst. Und dann lass das sein. Mach einen kleinen Moment Pause, bleibe vorne sitzen auf deinem Stuhl. Und dann schaue nochmal, wie am Anfang der Lektion, runde den Rücken.
den unteren Rücken, beuge den Kopf, schaue nach vorne oder nach unten zwischen deinen beiden Oberschenkeln Richtung Boden und dann strecke den Rücken, komm mit dem Kopf nach oben Richtung Zimmerdecke, schaue Richtung Zimmerdecke und vielleicht, wenn du dich erinnerst, an welchem Punkt du am Anfang der Lektion geschaut hast oder bis zu welchem Punkt du gekommen bist an der Decke, ist das jetzt leichter oder kommst du ein Stückchen weiter? Mach das ein-, zweimal und spüre, was alles von dir beteiligt sich an dieser Bewegung. Kannst du deine Wirbelsäule nochmal verfolgen, vom Steißbein bis zur Halswirbelsäule, was alles sich beteiligt an der Bewegung, dein Becken, wie das kippt, nach vorne und nach hinten. Und dann lass das sein und bleibe so sitzen am vorderen Drittel des Stuhles und spüre, wie du jetzt sitzt. Nimm wahr, wo deine Füße sind, wie deine Knie ausgerichtet sind, welchen Kontakt und wo du Kontakt zu der Sitzfläche hast. Wie deine Wirbelsäule sich anfühlt und die Schultern und wie getragen der Kopf sich fühlt von deiner Wirbelsäule, von deinem Becken. Und es gibt vieles, was man so hört, was richtiges Sitzen ist und wie man richtig sitzt. Musche Feldenkreis sagt, richtiges Sitzen ist dann, wenn du dich von deinem Knochenaufbau ganz gut getragen fühlst. Und spüre mal in diese knöchernen Strukturen, spüre mal in dein Becken, die Sitzbeinhöcker, die Wirbelsäule. Geh mit deiner Aufmerksamkeit Wirbel für Wirbel nach oben. Spüre den Kopf und die Schultern und die Arme. Und kannst du die ganzen weichen Strukturen, die Muskeln, die Bänder, die Faszien sich ausruhen lassen auf diesen Knochen? Kannst du sie hängen lassen, ohne Anspannung einfach nur auf den Knochen ausruhen lassen? Können auch die Schultern ruhen? Auf dem Brustkorb, ohne Anspannung, ohne Haltearbeit. Und dann bewege dich mal nur so wie ein Baum, ein bisschen nach hinten und nach vorne und spüre, gibt es vielleicht noch eine Position, die sich noch besser anfühlt, wo du noch besser dieses Getragensein fühlst. Oder vielleicht ein bisschen nach rechts und links. Oder vielleicht machst du einen ganz kleinen Kreis auf deinen Sitzbeinhöckern und spürst, wo ist diese Position, wo du wirklich gut sitzt. Und dann komm zum Stehen. Stell dich nochmal hin und spüre, wie du im Stehen dich getragen fühlst von deinen knöchernen Strukturen, wie das Gewicht ausbalanciert ist auf dem rechten Fuß und auf dem linken Fuß. Komm mal ganz langsam auf den linken Fuß und spüre, wie
getragen fühlst du dich auf deinem linken Fuß? Wie stabil fühlst du dich auf dem linken Fuß? Dann komm ganz langsam zurück und komm auf den rechten Fuß und spüre, wie ist das auf dieser Seite? Und dann lass auch das und mach ein paar Schritte durch dein Wohnzimmer oder wo du dich gerade aufhältst und spüre, wie ist das im Gehen? Und wie ich schon immer sagte, dieses Gehen ist ein guter Übergang von einer Lektion, wo du die Wahrnehmung geschult hast und gespürt hast, wie du dich bewegst und wie du etwas durchführst, wenn du dich bewegst, zum Alltag, wo wir gar keine Zeit haben, das so genau wahrzunehmen. Und vielleicht nochmal als Information, am nächsten Samstag gibt es die letzte Feldenkrais-Lektion im Online-Studio im Monat Mai. Also nächstes Mal findet nochmal eine Lektion statt, dann die letzten zwei Samstage im Mai nicht mehr. Und im Juni müssen wir dann sehen, wie die Lage ist und wie es weitergeht. Aber ihr werdet rechtzeitig informiert. Ich danke euch und wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.